Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier wieder bei der Railroad zusammen mit unserem Kumpel Hancock und dort warten sie auch schon auf uns, ne? Also ganz ehrlich, mit Haare schaust du besser aus. Ja. Ist es das wert? Bis bald, gute Arbeit. Will antworten. Naja, ist es das wert? Ich weiß nur, dass Des den Einsatz genehmigt hat. Hoffentlich haben wir das alles nicht nur für eine neue Kaffeemaschine gemacht. Wir sehen uns. Und die Neue hat mich zusammengeflickt, mich über ihre Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Ich glaube, wir schützen ihn mal. Probieren wir es mal. Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Ganze 100 Stück. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Siehst du? Habe ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, sie nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Danke. Warum sollte ich beitreten und sicher der Railroad anschließen? Ich bin mir echt unsicher. Ich möchte es gern speichern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei euch mitmachen will. Wenn du uns beitrittst, setzt du dich großen Risiken aus. Wir wollen nicht, dass du es später bereust. Also, brauche ich ein klares Ja oder Nein? Ja, ich nehm jetzt mal an. Ich hoffe, dass wir bei der Bruderschaft trotzdem noch was also uns beteiligen dürfen. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Mehr Optionen, Professor... Ausputzer, kein Codename. Mehr Optionen. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Pulseye, Whisper, Silberzunge, zurück. Ganz ehrlich, ich nehme Pulseye, weil ich treffe eh nie was. Also? Nennt mich Pulseye. Wenn man Deacons Erzählungen über dein Kampfgeschick Glauben schenkt, scheint mir Bullseye passend. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer besten. Es scheint nicht verboten zu sein, man weiß nie, wann sich hier zu beteiligen. Also ich... Yeah, wupp, Stufe aufgestiegen, supi. Manchmal ist der direkte Weg nicht der beste. Ja, da hast du recht. Ich möchte nur kurz Karte schauen. Darf ich? Darf ich ein Ding jetzt noch helfen? Melde dich bei Baladin Dance. Ich glaube, ich darf das noch machen. Boah, hab ich Glück. Puh, ich hatte schon Angst, dass ich das nicht mehr tun darf, dass ich nicht mehr bei der Bruderschaft mitmischen darf. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Nein. Ich leuchte dich an, nicht an, ich leuchte dich an, nicht an. Supi, wir dürfen das alles machen, ich freue mich. So, dann betreten wir mal das Hauptquartier, ne? Ja, und übergeben den Prototypen. Mhm. Na super, ich freue mich, dann werden wir auch... Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch, also gibt es eine Menge für dich zu tun. Habt ihr gerade die Nachricht gelesen? Voll geil, wir dürfen uns hier rein- und rausporten. Also wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Ich darf die Kaffeetasse nehmen? Will ich aber nicht. Hört mal alle her. Das hier ist Bullseye. Sie war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Sie ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Yay. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihr zeigt, wie die Dinge laufen. Mhm. Heißt sie bei uns an Bord herzlich willkommen.
Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Ja, mich hat gerade der Sünf da hinten. Willkommen in der Familie. Editiert. Wir sind ein bunter und durchaus verrückter Haufen. Und du bist jetzt mit dabei. Ach ja, wenn du einen Begleiter möchtest, lass uns doch einfach wieder zusammen losziehen. Verantwortlich für Railroad. Verantwortung für Railroad. Tauschen, bitten, sich anzuschließen, gehen. Ja, tun wir das. Ich sammle Informationen. Je mehr Orte ich besuche, desto besser mache ich meinen Job. Und du bist eine schöne große Ablenkung. In deinem Schatten kann man gut alle möglichen Geheimnisse aufdecken. Er ist schon ein sehr netter Schmeichler. Später. Oder? Hancock mal ein Päuschen gönnen? Ach, später. Jetzt gerade nicht. Tja, wenn du es dir anders überlegst. Gern. Später dann. Mich irritiert gerade. Tüfteltom ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Ja, ich hab da hinten irgendwie. Dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Ja, wo ist jetzt der. Wo ist jetzt dieser Roboter hin? Da. Wer oder was? Bam. Bam. Hi, Bam. Verarbeite. Agent. Volltreffer. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen? Ich bin hier. Seltsame Begrüßung. Erklärung fordern. Was? Was meinst du mit war nicht vorgesehen? Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam. Prädiktive Analysemaschine. Für die Railroad arbeiten. Hallo, schön dich kennenzulernen. Kaputte Maschine. Nö. Schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch sie kennenzulernen. Hm. Unbekannte Person. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Ach so? Die Zukunft sehen, schwer zu glauben. Das ist erstaunlich. Mich nicht vorausgesagt. Na, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Das stimmt allerdings. Wie genau? Gut zu wissen, trotzdem beeindruckend. Ja, würde ich auch sagen. Du bist nutzlos. So gemein. Nö, sei mal nett, oder? Auch wenn du manchmal falsch liegst, ist das unglaublich. Ich wiederhole. Vorsicht. Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage, was ist ihr Ursprungsort? Warum ausweichen? Vault 111. Nicht antworten. Doch sicher, Vault 111. Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Kryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Pfirti. Ja. Und hi, Digi. Nix, alles gut. Das war's? Gut. Dann war's das mal. Nett geplaudert. Schön. Das hier ist übrigens ein ganz modernes Bett, ne? Und hier eine ganz moderne Badewanne. Nee, Spaß. An der Spitze muss man aufpassen. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Jo, da hast du recht. So, was machen wir als nächstes? Wir sollen wieder abhauen, so wie es ausschaut, ne? Oder können wir hier noch was machen? Da, gib Carrington. Das ist ja noch was, ne? Das tun wir mal weg. So. Und wo ist dieser Kerl jetzt? Da hinten. Da. Ah, du bist das. Ah, hallo. Das ist doch unser neuester Agent. Ja. Die Mona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll.
Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt Des dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Das wäre? Achso, zweifelst du an mir? Zum Geschäft, hier, um zu helfen. Keine Lust drauf, nö. Da frage ich jetzt echt mal nach. Magst du mich nicht? Was? Meinst du vielleicht, ich schaffe keinen gefährlichen Auftrag? Die Gefahr ist mir egal. Du hast beim Switchboard bewiesen, dass du damit fertig wirst. Ich hoffe nur, bei der Mission musst du nichts über Synths oder unsere Vorgehensweisen wissen. Da kennst du dich nämlich noch kaum aus. Sehr freundlich. Zum Geschäft. Na dann, ich bin hier, um zu helfen. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Oh, toter Briefkasten. Ja. Auch hier gibt's die Briefkastenfirmen, ne? Keine Ahnung. Aus bestimmten Gründen, wichtige Mission, du hast jeden. Na, toter Briefkasten. Ein toter Briefkasten. Ein Briefkasten, der sich einen Querschläger eingefangen hat. Ist doch klar. Gott im Himmel, ein toter Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Warnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Mhm. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Ja, freundlich stimmen. Ja, ich probier's mal. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Er ist echt freundlich. Ja, bleib mal so stehen. Ich drehe dir nämlich in den Arsch. Weil ich auch freundlich bin. So ein unhöflicher Fatzke. Kaum hat der einen Doktortitel, ne? Schon ist er mit der Nase da oben irgendwo. Da schau, ganz da weit oben, bis zum Weltall. Ist ja unglaublich. Na, ich gehe jetzt mal. Echt, das ist so eine Frechheit. So, wir gehen jetzt mal. Ich würde vorschlagen, dass wir vorher vielleicht noch Paladin Dance aufsuchen und versuchen, oder besser gesagt, ich will mich der Bruderschaft anschließen. Juhu! Und dafür möchte er ja, dass wir was machen, glaube ich, ne? Also, würde ich vorschlagen, wir marschieren zu dem guten Kerl hin. Und dann können wir, denke ich mal, die Quest dann auch machen und erledigen. Ja. Ich bin so erleichtert, dass man sich gleich wie bei Skyrim eben mehreren Fraktionen anschließen darf. Das ist super. Da kann man richtig viele Quests machen. Ja. Und Tschüssikowski. Yeah, Freiheit. Na fein, dann werden wir gleich zu Paladin Dance aufbrechen. Ja. Mal schauen, was wir für ihn tun können. Weil der hat ja auch irgendein Problemchen. Ich Depp hätte das gleich annehmen sollen. Ich bin halt wieder mal zu feig gewesen. Jo. Das ist öfter ein Problemchen von mir. Na los. Ah, und wir haben schlechtes Wetter. Großartig. Leerer Briefkasten. Jo, der ist eh nicht weit weg, ne? Aber Paladin Dance. Warte mal. Steht einer Schatten? So. Was war denn das jetzt gerade? Ach so. Okay. Das hat jetzt gerade komisch ausgeschaut. Oh ja, die Siedlung, da müssen wir auch mal machen. Wir müssen so viel gibt es da zu machen. Es ist echt der Wahnsinn. So, zuerst gehen wir zu Paladin Dance. Und ich müsste mal diesen Skillpunkt hier einlösen. Das muss ich auch noch zuerst machen, bevor ich nochmal drauf vergesse. Es wäre zwar nicht so schlecht, die Wissenschaft zu erlernen. Aber ich denke, wenn es möglich ist, werde ich vorher nochmal die Geschichte mit dem Terminal-Hacken skillen.
Dann brauche ich nämlich nicht mehr schwitzen, dass wir nichts mehr entschlüsseln, also nichts mehr entschlüsseln können. Also, ganz flotti und schnell. Baum, Baum, Baum. Wo ist denn das Wesen tut? Da, Hecken. Ah, Level 33, alles klar. Das braucht noch Level 41. Wupp, 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 wupp. Okay, dann könnten wir Wissenschaft, wenn ich das finden würde. Wissenschaft wäre halt echt eine super Geschichte. Was könnte denn ausschauen wie eine Wissenschaft? Da oben irgendwas? Schatzsucher, Revolverheld, Meisterhändler. Das wäre halt auch keine schlechte Geschichte. Langfinger. Nein, 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 nein. Nope. Nein, was haben wir da? Nein. Waffenfreak? Nein. Nein, Rüstmeister. Schmied, Schlossknacken? Nein. Sandmann. Aha. Nein. Ja. Ja, nein, Wiederverwerter. Was? Wiederverwerter? Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Die möchte ich gerne alle drei auch haben. Ich will so viel haben. Aber ich will am liebsten jetzt die Wissenschaft machen. Da ist sie. Richtig. Weil mit der Wissenschaft können wir auch unsere Powerrüstung optimieren. Ja, ich nehme jetzt die mal mit Absicht. Die skillen wir mal so hoch es geht. Also die nächsten paar Level-Ups gehen dafür drauf. Bis auf den einen, glaube ich, für Level 31 oder so. Oh, da ist was. Das geht dann ganz flotti und ganz schnell für mehr Schaden. Bezüglich Schießwaffen drauf. Jetzt habe ich gedacht, da wird geschossen. Dabei habe ich mich das... Ich habe es mir gerade eingebildet, Entschuldigung. Also, Paladin Dance. Da wollten wir ja hin. Ja. So, mal schauen, wo bei denen der Schuh drückt. Hallo. Hallo, Herr Paladin. Paladin Dance. Bist du bereit, dich auf das Schiff zu begeben? Ah ja, stimmt. Da war ja was mit dem Schiff, ne? Warum ist es hier? Genau. Warum hat die Bruderschaft das Schiff überhaupt hierher geschickt? Ich weiß es nicht. Aber ich vermute, es hat etwas mit den Daten über das Commonwealth zu tun, die mein Team gesammelt hat, bevor das Schiff kam. Wir nennen sie die Prytwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Oh. Und wer ist dieser Maxon? Wer ist ältester Maxon? Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Sternen Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Prytwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Okay. Cool, wir dürfen auf das geile Schiff rauf. Yeah, da bin ich sofort dabei. Das coole Schiff. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hallo. So, da. Na, raus mit dir. So, gehen wir auch gleich raus. Na, wenn wir dürfen. Bitte. Ich will da raus. Jetzt. Ja, so. Super. Schön. Rauf auf das tolle, tolle, tolle Schiff. Bin gespannt, ob wir da so eine Einweihungszeremonie kriegen oder so, oder welche Aufgabe wir dann erfüllen sollen. Schrägstrich dürfen. Mit dem Flieger geht's darauf. Oh, oh. Ist das cool? Ist das cool? Steigen wir mal ein. Oh, ruck. Yeah. Komm, Hancock. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie. Verstanden? Aha. Pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Okay.
Was? Da schießt dich schon jemand. Oder war das jetzt gerade so und so? Halt. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Ja, vor allem. Es hat gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, okay. Ältester Maxson wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Okay. Ich hoffe auch. Ah, da hinten ist so ein Viech gewesen, ne? Jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht. Und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Okay. Na, hoffen wir, dass du nicht zu weit gehen musst. Anflug auf den Flughafen. Gridman sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Jawohl. Werden wir machen. Das ist eine Bauerrüstungs... Nein, das ist ein Kran. Ach so. Toll, wen soll ich denn da erschießen? Wie kommt das Schiff? Wie kommt denn ein Schiff daher? Hä? Oh, da ist sie schon. Cool. Ist schon cool. Man muss auch sagen, das Schiffchen hatte auch einen geilen Auftritt, oder? Also ich fand's super. Flughafen Boston. Ja, wie passend, ne? Gibt es hier irgendwelche Viecherleins, die bekämpft werden wollen? So eine Meyerlurk-Königin oder so. Ich bin auch gar nicht schwer bewaffnet. Nein, nein, nein. Boah, ist schon cool. Da ist sie. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal an Bord war. Okay, echt? Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Okay. Ich hoffe, du bist bereit. Ja. Sind wir. So cool. Also ich find's cool. Aha. Nach oben bitte. Ist das normal? Ich glaube, das ist normal. Die dockt nämlich an wahrscheinlich oder so. Wow, der Deichsel. Dass ich dich je angezweifelt habe. Meinst du mich? So, wie komme ich da jetzt von dem Ding los? R. Nix R. Nein. Nein. Ist da jemand? Ja, ich. Ich würde gern von der Waffe da weg, aber die lässt mich nicht... Jetzt, mit E. Okay, mit E. Oh. Die Bridwen. Supi. Zweifel. Ich bin beeindruckt. Auch nicht schlecht. Später. Ach ja, was denn für Zweifel? Machst du Witze? Du sahst damals so aus, als wärst du aus dem Wald gefallen. Ich dachte, bei Tagesanbruch würdest du deine Zähne irgendwo aufsammeln. Alter. Man findet heute nur selten jemanden, der die Dinge nicht einfach nur so hinnimmt, wie er sie vorgesetzt bekommt. Zu viele gute Leute wollen sich nicht die Finger dreckig machen. Und zu viele Arschlöcher nutzen es aus. Sieh dir an, was aus Diamond City geworden ist. Bevor McDonough kam, konnte man da einigermaßen gut leben. Ein bisschen strenger, als ich es mag, aber nicht schlimm. Ich dachte eigentlich, er und ich hätten eine recht glückliche Kindheit gehabt. Aber dann wollte er mit seinem Anti-Ghul-Kreuzzug ins Amt kommen. Menschen wählt McDonough.
Kurz darauf zerrten Familien mit Kindern Leute, die sie Nachbarn genannt hatten, aus ihren Häusern und warfen sie in die Ruinen. Alter. Seine Kindheit, warum die Ghule? Wie konnten sie nur? Besser als der Tod, boah, ey. Kindheit. Du hast McDonough schon als Kind gekannt? Ja, er ist mein Bruder. Wir sind in einer kleinen Hütte am Wasser aufgewachsen. Er war der typische große Bruder. Er durfte alles, war kräftig, steckte mir verfaulte Tomaten ins Hemd und schlug mir dann auf den Rücken. Aber ich hätte nie gedacht, dass er zu dem fähig wäre, was sie den Ghulen angetan haben. Und warum ausgerechnet die Ghule? Warum hat McDonough eine Kampagne gegen die Ghule geführt? Weil er glaubte, gewinnen zu können. Es hatte schon immer eine klare Trennung zwischen den Leuten in den Stands und auf dem Feld gegeben. Ich glaube nicht, dass das nur mit einer schöneren Aussicht zu tun hatte. Ich weiß noch, wie ich nach der Antrittsrede in sein Büro über den Stands gestürmt bin. Er stand da, starrte aus dem Fenster und sah zu, wie sich die Stadt gegen die Ghule wandte. Er schaute mich nicht mal an und sagte nur, geschafft, John. Sie gehört endlich mir. Ich hätte ihn direkt töten sollen, aber das hätte wohl nichts geändert. Stattdessen bettelte und flehte ich ihn an, es zu beenden. Er sagte, er könnte es nicht. Er hätte nichts gegen Ghule. Er würde nur den Willen des Volkes umsetzen. Aha. Er könnte seine Wähler nicht betrügen. Dann lächelte er. Dieses grässliche, überbreite Lächeln. So hatte er als Kind nie gelächelt. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Fürchterlich. Nicht wiedererkannt. Hätte schlimmer sein können. Er hat die Ghule ermordet. Er gab den Leuten, was sie wollten. Tja. Nicht wiedererkannt? Was meinst du mit, ich habe ihn nicht wiedererkannt? Ich weiß nicht. Er wirkte nicht mehr wie der, mit dem ich aufgewachsen bin. Als ich das Gerücht über seinen Austausch durch einen Sünd gehört und an diesen Abend zurückgedacht habe, ergab das alles einen Sinn. Oh. Aber mittlerweile? Ich kann das nicht glauben. Ich habe ihn danach gesehen. Und sie können ihn unmöglich so perfekt kopiert haben. Oh, er stolziert sogar noch so wie früher. Aber damals musste ich einfach weg von ihm. Von ihm und der ganzen verdammten Stadt. Es kann schon sein, dass er von dem, dass er ein Sünd jetzt ist, eigentlich, also ersetzt worden ist, ne? Hätte schlimmer sein können, nein. Er hat die Ghule ermordet. Er hat die Ghule ermordet. Er und die ganze verdammte Stadt. Ich war damals noch kein Ghoul, also musste ich nicht gehen. Aber danach okay. Konnte ich nicht mehr in diesem Loch voller Scheiße bleiben. Ich war schon vorher nach Good Neighbor geschlichen, um Camps zu kriegen. Also kannte ich die sicheren Wege. Ich führte ein paar Familien hin, aber die meisten konnten sich an den Stil in Good Neighbor nicht gewöhnen. Okay. Ich brachte ihnen ein paar Wochen lang Essen. Aber irgendwann verschwanden sie einfach. Die Leute in Diamond City unterzeichneten ihr Todesurteil. Die guten Bürger sahen dabei zu. Ich fühlte mich wie der Einzige, der sah, was für ein Mist hier wirklich lief. Und ich konnte nicht so tun, als wäre alles okay. So ist es immer noch. Oder war es? Bis ich dich traf. Ich rede viel, aber du bist jemand, der die Welt so sieht, wie sie wirklich ist und etwas dagegen unternehmen will. Das bedeutet mir viel. Ich habe verdammtes Glück, mit ihr befreundet zu sein. Flirten? Na, echt? Nicht viel Konkurrenz, finde ich auch. Weich werden? Und das sind wir? Freunde. Und diese Bezeichnung verwende ich nicht einfach so. Tja, danke fürs Zuhören. Aber beenden wir jetzt mal den Geschichtsunterricht, oder? Sollen wir loslegen? Hey, warum hatten sie es nicht hingehauen? Voll gemein. Ich dachte, ich wäre schon so gut. Naja. Ui. Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe sie im Feld zum Anwärter befördert und möchte ihre Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lautet mein Befehl? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir.
Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Jawohl, gleichfalls. Servus. So, du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Danke. Also echt, die haben nicht gerade sonderlich viele Manieren, ne? Aussehen eines Soldaten. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Kann täuschen. Unrecht getan. Ganz ehrlich? Jetzt nehme ich aber das. Zu enttäuschen. Das bin ich zickig. Tut dir leid? So etwas höre ich normalerweise nicht von einem Soldaten. Wenn du dir einen Platz unter den Besten verdienen willst, musst du etwas härter im Nehmen werden. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Ja, die erste Mission ist, Damen zu beleidigen. Ja. Welche Mission? Ich weiß nicht. Absolut. Keine Wahl. Welche Mission? Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxen wird gleich mit der Crew sprechen. Und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gibt es sonst noch was? Oder hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? Ja, ist schon gut. Kleiner Tipp? Boah, soll ich mich trauen? Nicht einmal ein kleiner Tipp. Komm schon, das habe ich mir doch verdient. Ich kann dir nur sagen, dass wir aufgrund der Daten hier sind, die Dances Erkundungsteam uns geschickt hat. Alles Weitere wirst du erfahren, wenn Ältester Maxen die Crew informiert. So, Schluss mit den Fragen. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Verstanden? Das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxen mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ja, ich trete dich gleich weg. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Ältesten Maxen, wissen wir schon. Powerrüstung, Freizeichen. Meine Befehle, Freizeichen. Kannst du mir mehr über Ältester Maxen sagen? Ältester Maxen ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Du hast einen schicken Pulli an. Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxen dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Meine Befehle? Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxen anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Danke, das wär's. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Ja, Achtung, du wirst gleich schwimmen und bam! Willst du es mal versuchen? Ich schwöre frech zu dir. So, darf ich denn normal gehen? Ja, darf ich. Hallo. Hast du dich verlaufen? Maxen hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Ja, nein, verlaufen nicht, aber, ja. Willkommen an Bord. Ältester Maxen hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Jawohl, servus. Na dann, gehen wir doch rein, oder? Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offenbaren. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen können.
Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ich bin mir jetzt sicher. Der Leute des Commonwealths wichtig. Vorbereitung auf den Krieg. Wenn du das sagst, das sehe ich. Mir egal. Ja, das sehe ich das eigentlich. Sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer und wir müssen sie retten. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Was willst du? Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Ei, Captain. Kein Paladin? Sehr bescheiden. Sarkastisch. Werde mein Bestes tun. Wer braucht Ränge? Na, ich werde mein Bestes tun. Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ei. Yeah. Mein persönlicher. 90% kompensiere. Hey. Integrität der Aufbauten grün. Rumpfpanzerung stabil. Aha, okay. Fisch. Ja, dann gehen wir halt wieder raus, ne? Oder runter. Keine Ahnung, wo wir da was kriegen. Servus. Andocksysteme und Fusionskühlmittel zuvor der Vertibirds melden grün. Was ist denn da ich hinten glaube, eigentlich? Gerade anderswo gebraucht. Reden wir später. Meinst du mich? Echo von 3 Sekunden. Ja. Ich glaube, wir sollten raus. Denke ich mal. Schauen wir nach. Paladin Dance, wo bist du denn hingelaufen, mein Freund? Ich gratuliere zur Beförderung. Dankeschön. Und wo ist der Arm? Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Aha. Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein, du hast es schon fast. Wo wird denn hier geschossen? Das war's. Vor allem auf was? Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, die kriegen das hin. So, wo ist jetzt dieser andere komische Kerl da, der so streng ist. Nicht da. Das ist wieder super. Wo soll ich jetzt wissen, wo da was ist, das mir gehört? Da war es dann doch drüben wahrscheinlich. Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte. Jo, danke. Ja, wo ist dieser... Na, es ist schon da drin. Lol, und wo ist dann der... Ja, sind enorm. Ja, ja, ich weiß. Ich leuchte wie eine Glühbirne. Wow, das ist mit Abs... Ach so. Ah, da geht's rauf. Ja, woher soll ich das denn wissen? Das hat jetzt nicht ausgeschaut wie eine Leiter. Entschuldigung. Ja... Ich bin immer so ein hölzernes oder ein Alu-Ding gewohnt. Status. Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Hallo.
Servus. Und wo geht's jetzt hier weiter? Paladin Dance. Zwei an den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Lancer Captain Kells ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je dienen durfte. Okay. Aha. Ja, ist es dann hier jetzt mein Schlafgemach? Bett, was auch immer? Schaut so aus, nachdem sich Hancock hier schon bedient. Aber ich habe nichts Bauerrüstung noch. Also, Captain Kells Terminal. Okay, nein, das ist nicht mein, Zimmer. Wo wäre dann meins? Beziehungsweise, wo ist mein Klumpert? Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Ja, okay, klar. Feuer! Ja, Bleibt alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Feuer! Ach du Heilige, ich geh mal. Na gut, also anscheinend muss ich dann hier lang, also da hier lang. Und da vorne ist schon der Paladin Tanz. Aber ich bleib mal, oh, eine Cafeteria. Also Essen und so. Sehr gut. Kantine, wollte ich sagen. Na gut, ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Hier sind wir sicher wie in Abrahams Schoß. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Hancock macht sich's auch schon gemütlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!